Ich würde sagen, wir fangen an mit Alpengeist hinten. So, ja, herzlich willkommen hier aus Tibudabo, der erste Vlog dieses Jahr. Wir sind dieses Wochenende, Osterwochenende, für ein Wochenende in Barcelona. Und da wird natürlich Tibidabo mitgenommen mit dieser krassen Aussicht über Barcelona. Es gibt hier eine Seilbahn, mit der man hochfährt. Die wird dann mit dem Parkeintritt verrechnet, wenn man unten das Ticket holt. 35 Euro kostet der Park, ist also schon schnappig. Zwei Bahnen stehen hier und ja, hier geht es aber auch primär um die Aussicht. Und ja, jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal zum Powered Coaster gehen, weil das nicht so das Kapazitätsding ist. Hier drüben wird schon fleißig geplant. Wir gehen erst durch den Park, machen Alpengeist, dann nehmen wir Big Bad Wolf mit, dann fahren wir hier Apollo's Chariot. Und wenn es zwischenzeitlich anfängt zu regnen, dann nehmen wir Dark Castle. Und dann haben wir die Bahn bis 12 alle abgehakt, dann machen wir um 12 Griffin Premiere und dann spätestens um 3 ins Auto. Ab ins Auto und Richtung Atlanta. Ja, die Planer sind auf jeden Fall am Start. Und ja. So, wir sind jetzt in der ersten Achterbahn gefahren, dem Powered Coaster von Zamperla. Ja, fährt halt einfach nur so durch den Wald, hat eigentlich ein ganz okayes Tempo, aber hat so total ungebänkte Kurven, wo du total zur Seite geschmissen wirst. Also ja, ganz witzig, aber keine besondere Bahn. Jetzt geht's wahrscheinlich zu dem Highlight hier. Oh, geil. Kriegt der Max direkt, da wird er direkt geil. Vorne Montana Russa, ein Vekoma, MK900, Family Coaster. Wird wahrscheinlich eine richtig coole Sicht auf Barcelona. Da vorne gibt es eine Kurve. Der Power Coaster gerade hat teilweise eine gute Aussicht, aber es gab nur so eine Kurve, wo man ein bisschen Aussicht hatte, aber nicht richtig. Aber die Bahn sollte auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Aussicht haben. Da kommt einer aus dem Grinsen nicht mehr raus. Der größte Vekoma-Fan. Gerade vor den MK900. So, Max, bist du glücklich? Ja, bin ich. So, guckt euch mal die Aussicht an. Das ist die Aussicht, die man hat auf dem Drop von Formula Russa wahrscheinlich. Montana Russa, hier vorne, da ist der Drop. Der ist auch echt ganz cool. Generell die Bahn richtig butterweich, schöne Vekoma-Bahn. Und in der ersten Hälfte nach diesem Drop hier hat man da so ein paar S-Kurven. Und da hat man echt gute laterale Gehkräfte, wird man echt cool hin und her gerissen. Wie gesagt, dieser Drop ist echt ganz nice. Da ist ein relativ mittig hinten, vorletzter Wagen und dann wirklich dieser Drop. Du fährst da runter und guckst hier auf diese Stadt. Das ist halt einfach nur wild. Generell, wie gesagt, die Bahn war besser als ich erwartete. In ein paar Kurven auch echt ganz gute Kräfte. Ja, die Schlussbremse war sehr abrupt, aber ja, echt cool. Schöne Bahn. Der Lokflum hier ist übrigens zu. Also ich muss sagen, der Park ist echt größer als man denkt, weil es hier so viele Wege gibt. Hier zum Beispiel riesiges Zickzack, wo man hochläuft quasi. Einfach weil der Park auf so vielen Etagen, Ebenen ist, ist der echt doch relativ gut weitläufig. Also was heißt weitläufig, aber ja. Hätte ich gedacht, wäre so ein, ist eigentlich auch ein kleiner Park, aber tatsächlich echt viele Wege. Ja, das ist eine Pferderadbahn. Und echt schön, muss ich nicht sagen. So, hier haben wir den Platz der komischen Attraktion. Einmal hier so ein Flieger, der hier eine Rundfahrt macht. Hat man natürlich eine ganz coole Sicht. Aber nur, wenn man auf der linken Seite des Fensters sitzt. Und dann haben wir hier so einen Propeller, wo man, glaube ich, drin steht. Und der dreht sich halt langsam. Das ist halt kein Kopffahrgeschäft. Und du stehst einfach so eine Aussicht. Dreht sich aber wie so ein Propeller. Ja, ziemlich weird. Aber klar, für die Aussicht natürlich ziemlich cool. Ja. Aber das Ding ist, das fahren wir wahrscheinlich nicht, weil Kapazität ist ziemlich schlecht. Das Ding fährt lange. Und die Fahrschlange ist relativ lang, aber hört mal, der Motor. Ich weiß nicht, ob man es hört.
schon ganz cool. War eigentlich eine Hauptattraktion hier, aber ja, ist nichts Besonderes. Aber steht auch hier. So, jetzt sind wir an einer anderen Hauptattraktion angekommen. Wir machen jetzt nur Sophie und ich. Hotel 666 hieß früher Hotel Krüger. Soll wohl einer der krassesten temporären Maces sein. Hier muss man zwar jetzt lange anstehen, weil nur zwei Leute rein dürfen, aber ich habe sehr viel Gutes gehört. Und ja, müssen wir jetzt lange anstehen, aber das darf man hier auf keinen Fall auslassen, habe ich gehört. Zumindest als Mace-Liebhaber. Ja, bin ich mal gespannt drauf hier. Die beiden gehen jetzt Achterbahn fahren und wir stellen uns in die Schlange. Geil. Hast du Bock? Auch sehr qualitative Umgestaltung. Das hieß ja früher Krüger Hotel. Ja. Jetzt scheiße es nur noch Hotel. Also wir haben das Filter einfach. Ja. Da steht auch noch KH. Ja, ja. Richtig lange gewartet jetzt, aber jetzt sind wir langsam auf der Zielgeraden. Ja, ja. Also Sophie und ich kommen jetzt nach circa 80 Minuten unserer Wartezeit auf der Maze. Währenddessen habt ihr wie viele Runden auf dem... Ihr habt nicht gezählt, aber ja, währenddessen sind die Achterbahn gefahren. Boah, Sonne. Ja, die Maze, scare-technisch gar nicht so krass. Mich hat ein Effekt richtig gecatcht, also Scare-Count bei mir 1. Den hatte Leon wohl auch erwischt. Kurzer Spoiler, das ist so ein... Also generell geht die Maze um ganz viele Horrorfilme. Also ist jede Szene zu einem Horrorfilm thematisiert. Das war eine Chucky-Szene. Da saßen einfach halt so Chucky-Puppen und die wurden angeblendet. Da dachte ich mir so, okay, gut. Weil bis dato war auch nichts richtig Gruseliges. Oder kein krasser Scare. Ja, und dann auf einmal ist da so eine kleinwüchsige als Scare-Actor. Und auf einmal steht er neben mir und keine Ahnung. Wo gehen wir hier gerade rein? Wir gehen irgendwo rein. Das war einfach richtig gut. Und die Monorail. Ja, thematisierungstechnisch ist das Ding wirklich 10 von 10. Scare-technisch geht's, aber die haben auch relativ große Gruppen reingelassen. Vorne steht zwar dran, dass sie nur zwei Leute immer reingelassen, aber die haben jetzt so 10 oder sowas reingelassen. Aber ja, war echt cool. Das schaukelt hier. Digga, komplett offen einfach. Wilde Aussicht. Naja, aber noch zu Maze. Was schade ist, die haben glaube ich relativ viel Storyline, also haben ganz gut was erzählt, aber man versteht halt nichts, wenn man kein Spanisch kann. Aber na, jetzt haben wir hier noch so einen Monorail mitgenommen. Ich fährt teilweise außen rum, auch aus dem Park. Haben eine super Aussicht da hinten über Barcelona. Und dann so ein paar Dark Ride Parts, wo einfach zigtausend LED-Leisten drin sind, ein paar Soundtrack, ein paar Lieder laufen und am Ende gibt es dann nochmal irgendwie so eine Figur, die einen dann nochmal erschreckt. So, eigentlich total auf Kinder ausgelegt, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz witzig. Aber echt coole Aussichten hat man da. Jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie durch, oder? Ja. Ja. Schön. So, wir sind jetzt mit der Seilbahn wieder runtergefahren. Ja, auf jeden Fall ein Familienpark, aber echt sehr nett. Bisschen, ja, 35 Euro ist vielleicht ein bisschen teuer für den Park, aber man zahlt ja auch für die Aussicht und sowas, ne? Ist halt ein Touri-Hotspot. Aber sollte man auf jeden Fall echt mitnehmen, ist ein schöner Park mit Montagna Russa. Echt eine coole Achterbahn. Und ja, das war's jetzt hier von dem Vlog. Dann demnächst sehen wir uns dann aus dem Port Aventura. Das wird bestimmt richtig wild.